der Ausstellung Film und mehr zeigen wir ausgewählte Materialien aus den Nachlässen von Kurt Krenn und Ernst Schmidt Jr. und eine Auswahl an Filmen mit dem Schwerpunkt auf den 1960er und 1970er Jahren. Bei Kurt Krenn ist eine wesentliche Werkgruppe die Partituren, die sein strukturelles Arbeiten genauso wie sein visuelles Denken veranschaulichen. Sie variieren dabei in Form und Inhalt von Film zu Film. Das können sein einfache Zeichnungen, schematische Darstellungen, Zahlenkolonnen, aber manchmal auch komplexe Zeichensysteme, die er für den jeweiligen Fall speziell entwickelt. Bei Ernst Schmidt Jr. hingegen ist ein Schwerpunkt sicherlich die konzeptuelle Auseinandersetzung mit der Sprache. Er war von Beginn an tätig als Autor, Herausgeber, Filmkritiker und Filmemacher natürlich. Er hat unter anderem die erste österreichische Filmzeitschrift herausgegeben, 1964, die sich der alternativen Filmkultur widmet. Kurt Krenn und Ernst Schmidt Jr. waren zwei ganz maßgebliche Filmemacher der österreichischen Nachkriegsavantgarde. Krenn beginnt in den 50er Jahren mit dem Filmemachen, Ernst Schmidt Jr. etwas später in den 60er Jahren. Beide sind im Umfeld des Wiener Aktionismus aktiv, allerdings reicht ihr künstlerisches Schaffen weit über diese Zusammenhänge hinaus. Kurt Krenn hat seinen schriftlichen Nachlass schon zu Lebzeiten der Republik Österreich hinterlassen. Das Material kam im Mai 2018 als Dauerleihgabe ins MUMOK. Und der schriftliche Nachlass von Ernst Schmidt Jr. war eine große Schenkung von seinem Bruder Helmut Benedikt, die wir im Jahr 2015 erhalten haben.